Ah, schön, euch hier zu haben. Danke fürs Kommen. Wir reden ja heute über die neue 1DX Mark III. Und was ich von euch so hier und da mal hören wollen würde, wie findet ihr die bis jetzt? Ich meine, ist jetzt ein neues Monster. Wir haben über 100 Neuerungen in der Kamera drin. Wir werden ja natürlich heute ein bisschen drüber reden, ist klar. Nicht über alle Features, sonst sind wir bis übermorgen noch dran. Videos wären nicht das Sinnvollste. Aber das ist schon ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen. Was mir aufgefallen war, viele Autofokusfelder, im optischen Sucher, Kamera super schnell geworden. AF-Felder, falls noch keiner nachgezählt hat, 191. Schon ein ordentlicher Zuwachs im Vergleich zu früher. 151 Kreuzsensoren, also schon eine Ansage, also eigentlich freie Arbeit über den Sucher. Und wenn man dann aufs Live-Bild geht, fast 100%ige vertikale und horizontale Kontrolle darüber. Mit Touch, mit einer Besonderheit, die wir ein bisschen noch näher uns angucken werden, von der Steuerung der AF-Felder. Also ich fand das erstmal so auf den ersten Blick, ohne jetzt weitere Details zu sehen, schon sehr, sehr faszinierend. Aber was natürlich die Zuschauer hier interessiert ist, was ist eure Erfahrung aus der Profi-Welt? Nicht jetzt von mir aus der technischen Marketing-Welt. Alex, magst du mal starten? Ich darf vielleicht anfangen. Mein lieber Mann, ich habe ja vor einigen Tagen erst noch die Kamera in der Hand gehabt. Und ich fange mal da mal an, wie ich sie tatsächlich auch in der Hand gehabt habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr die Kamera lange immer, wenn ihr mit der Kamera zusammenarbeitet oder wenn der Kamera lange in der Hand? Ich habe sie immer unglaublich lange in der Hand. Meine Tage im Sport gehen manchmal ganz lange. Und das war ein tolles Gefühl. Ich komme gleich auf den Autofokus zurück, aber ich wollte einfach mal ganz kurz diesen, wenn man etwas auspackt, wie immer, das Erste, was man fühlt. Und ich muss wirklich sagen, ich komme auf den Autofokus zurück. Dieses Gefühl, diese Kamera in der Hand zu haben, muss ich einfach sagen, ich kann das einfach nicht beschreiben. Wie toll das war, muss ich ehrlich sagen. Ich habe in meinem Job ganz viel Kontakt zu einer Kamera. Man hält sie ganz lange, einen ganzen Tag, abends lange, Nächte lang und sonst was. Und das ist ganz wichtig. Unabhängig, wie toll der Autofokus ist. Und dieses Gefühl war unglaublich toll. Jetzt habt ihr mich gefragt mit Autofokus, wie ich damit zurechtkomme. Ich war bin fasziniert von dem Button. Ich bin übrigens auch davon fasziniert, dass es beleuchtet ist, diese Punkte, diese, wie nennt ihr die genau? Meinst du jetzt die Punkte im Sucher? Nein, die Tastenbeleuchtung finde ich auch eine ganz tolle Sache. Ich arbeite viel nachts, also im Sport und im Dunkeln. Und was mich in Zukunft mal interessiert, weil die Kamera ja auch für extreme Wetterbedingungen gemacht ist, wie was bei mir oft in meinem Job oft der Fall ist, in der Wintersportfotografie im Winter und sowas. Und dann möchte ich mal wissen, ich kann nicht mit Handschuhen arbeiten, weil dann habe ich keinen Kontakt zur Kamera. Aber wenn es kalt ist, wie was weiß ich, auf der Piste oder sowas, dann möchte ich mal wissen, hoffentlich, wenn der Finger dann auch noch den Autofokus Button warm hält, wie sich dann das verhält. Da bin ich mal gespannt, wenn unter dann den Bedingungen, wenn meine Finger auch kalt werden, die werden ja auch mal kalt nachts oder abends oder im Schnee oder in der Kälte. Der erste Eindruck war für mich gigantisch, aber unter guten, natürlichen Bedingungen, unter warmem Wetter. Und ich freue mich mal auch mal unter extremen Bedingungen zu testen. Ja, ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs so ein paar andere Erfahrungswerte sammeln mit den Smart Controller. Mhm. Was ja auch eine Erneuerung ist in der Steuerung des Autofokus. Wir haben es ja schon vorhin in der Ankündigung letztes Jahr gesagt, dass es ein bisschen so eine Art Revolution ist in der Steuerung. Kaum einer hat irgendwie gesagt, welche Richtung kann das überhaupt gehen? Was meinen die damit? Konnten mehr erzählen? Konnten, dürfen wir nicht. Ist sehr spannend. Vor allem, weil man eigentlich eine Touch-Funktionalität hat. Ne? Die viel einfacher die Steuerung ermöglicht. Klar, machst du ja, das ist ja üblich bei uns allen. Und wir sagen ja auch offiziell mit Handschuhen. Also selbst wenn du glaubst, du hast keinen Kontakt zur Kamera. Ich habe es noch nicht testen können, ich bin gespannt. Genau. Ich habe es schon getestet, auch mit Handschuhen. Mit Handschuhen? Ja, also ich habe die Kamera gehabt. Das war ja mit eines der Features, die mich am meisten begeistert hat, weil ich bin jemand, der arbeitet immer mit einem Autofokuspunkt, am besten mit Spot-Autofokus. Und das muss immer auf dem Auge vom Tier sitzen. Und dadurch bin ich jemand, der eigentlich permanent am Controller hängt und immer das Autofokusfeld verschiebt. Und da finde ich die neue AF-On-Taste total faszinierend, dadurch, dass ich einfach mit dem Daumen rumswipen kann und dann im gleichen Moment weiter fokussieren kann. Das heißt, ich habe den Fokus ja immer hinten als Back-Button-Fokus auf der AF-On-Taste drauf.
Und ja, mich hat das halt direkt fasziniert, weil es mein Arbeiten extremst erleichtert. Und da habe ich direkt erstmal 3 verschiedene Paar Gore-Tex-Handschuhe aus dem Schrank geholt und habe erstmal ausprobiert, geht das denn überhaupt mit Handschuhen? Weil ich bin immer, er rutscht dir auch nicht weg. Nee, er rutscht mir auch nicht weg. Also ich habe ja quasi immer Handschuhe in meinem Fotorucksack dabei, weil selbst im Sommer hast du schnell auf den Bergen mal 0 Grad oder 2 Grad morgens. Und das heißt, ich habe ständig kalte Hände, wenn ich draußen bin. Und deshalb war es mit eine der allerersten Sachen, die ich getestet habe, als ich die Kamera aus der Box geholt habe, weil ich gesagt habe, hey, das muss mit Handschuhen funktionieren. Sonst funktioniert die Kamera für mich natürlich nicht. Da muss ich dir ganz kurz was erzählen. Darf ich was ganz kurz mal? Nachkomme ich dran. Okay, also. Ich hoffe. Nein, da, weil mir hat man mal gesagt, ich habe eine hohe Körperkerntemperatur, habe immer warme Hände zum Glück, habe mir aber so Handschuhe mal gekauft für den Winter und mache es immer so, weil ich brauche den direkten Kontakt zur Kamera, zu allen, so wenig wie möglich dazwischen. Jeder ist anders, wissen wir. Und bei mir ist es halt das Tolle, dass ich mir dann immer so Handschuhe gekauft habe für den Wintersport. Weißt du, du stehst 4 Stunden auf der Piste, dann schneit es und windet und sonst was. Im Winter Minusgrade teilweise oder meistens. Und dann lasse ich mir die Hände, mache ich mir irgendwie warm in diesen Handschuhen. Und dann, wenn ich weiß, der Sportler kommt oder der Athlet kommt oder der Skifahrer kommt, im Skispringen oder sonst was, dann nehme ich nur die Kamera. Und deswegen, Respekt, ich konnte nie mit Handschuhen arbeiten. Ich versuche es aber mal. Ich freue mich drauf, das mal zu testen. Nur dazu, zum warmen Händen. Ja gut, aber merkt man, jede Arbeitsweise ist auch anders, je nach Bereich. Auch ja Vorlieben natürlich auch, ne, ist klar. Ebo wahrscheinlich nie mit kalten Händen. Kannst du gerne was zu Hause sagen. Genau. Also bei mir war es ja genau das Gegenteil wie bei dir. Als ich die Kamera das erste Mal in den Händen hielt, bin ich erschrocken, weil ich jetzt seit einem Jahr mit der Spiegellos arbeite, mit der EOS R. Und das ist dann schon einen massiven Unterschied, wenn du wieder so ein Gerät in der Hand hältst, das ist ja echt gebaut wie ein Panzer. Und wo es jetzt bei der EOS R die Objektive den größeren Teil ausmachen als der Kamera Body, ist sie wieder umgekehrt. Und ich habe mich da recht umgewöhnen müssen. Auch du hast gesagt, du bist den ganzen Tag unterwegs. Also wenn du den ganzen Tag diese Kamera hältst, noch mit einem großen Objektiv, dann merkst du echt das Gewicht. Und für mich ist es schon ein zentraler Punkt, das Gewicht, das ich mitnehme im Rucksack, wenn ich mit den Athleten unterwegs bin, ist das für mich natürlich schon zentral, wie schwer und wie groß das Teil ist. Und deshalb bin ich am Anfang recht erschrocken, als ich da diese Kamera in den Händen hielt. Das ist echt... Obwohl die ja leichter geworden ist im Vergleich zu 1DX Mark II, von so ja, 80 genau. Gramm ungefähr, aber es ist ja von der R. Habe ich mich schön daran gewöhnt, schön klein und kompakt und dann kommt so ein Gerät, aber es natürlich schon liegt gut in der Hand, aber es war doch für mich wieder ein bisschen eine Umgewöhnungszeit, da mit dir zu arbeiten. Ich bin da eigentlich beim Alex. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das so ein Handschmeichler und ich finde, da... Diese Kamera, die liegt einfach so gut in der Hand, das macht einfach Spaß, die in der Hand zu haben. Es bereitet Freude, damit zu arbeiten. Und für mich ist Fotografie, auch wenn ich es professionell mache, schon immer meine Leidenschaft. Und das muss ich einfach toll anfühlen, sonst macht mir Fotografie keine Freude. Und das ist für mich ein essentieller Punkt an der Fotografie. Und das erfüllt die Einser eigentlich schon seit Jahrzehnten. Habt ihr eigentlich arbeitet mit einer Kamera, mit zwei oder so, weil du das sagst? Wir haben immer 2 oder 3 Kameras. 3 dabei meistens, 2 bis 3. Ich arbeite, es kommt ein bisschen drauf an, arbeite oft mit 2 Kameras gleichzeitig und dann auch einfach nur mit 2 Objektiven, damit ich das nicht wechseln muss. Bei mir ist es ja auch so, auch Minustemperaturen, aber bei mir geht es dann bei minus 20 bis zu minus 20 Grad und dann kannst du dann nicht mehr groß Objektive wechseln. So. Deshalb auch die Bedienung mit Handschuhen, das ist für mich zentral. Ich könnte nicht arbeiten ohne Handschuhe. Da würde dir nach kürzester Zeit würden die Finger irgendwie abfrieren. Zumal auch natürlich die Kamera so ein Kältespeicher ist. Also wenn du die irgendwo im Zelt hast bei minus 10 Grad, dann am nächsten Morgen hast du einen Eisblock in den Händen. Das wärmt sich auch fast nicht auf. Deshalb ist schon die Bedienung mit Handschuhen ist für mich ein absolutes Muss. Und das ist halt echt cool. Diese Erfahrung habe ich auch mit der Spiegellosen gemacht. Das ist für mich zentral, dass das alles funktioniert mit Handschuhen. Konnte ich jetzt hier nicht testen, musste ich auch nicht, obwohl ich im Schnee unterwegs war. War mit Skifahren unterwegs in der Schweiz. Zum Glück relativ warme Temperaturen, habe ich das eigentlich nicht ausprobieren müssen. Auch das Feature, das du genannt hast mit dem Autofokuspunkt hinten, das habe ich jetzt echt nicht mal getestet, weil ich meistens dann im Live-Modus gearbeitet habe und diesen Autofokuspunkt so nicht habe setzen müssen, sondern das alles über das Touch-Display gemacht habe. Das Schöne ist tatsächlich, dass diese AF-On-Taste und dass dein Finger getrackt wird, auch im Live-View funktioniert. Das heißt, du kannst theoretisch
das komplette Display benutzen als Area, in der du siehst, wie du dein Bild gestaltest. Und das Autofokusfeld kannst du verswipen auf der AF-On-Taste. Dadurch kannst du quasi den Live-View komplett sehen und musst nicht mit dem Finger über, über das Display swipen. Das heißt, du siehst permanent dein ganzes Bild. Das fand ich eigentlich sehr angenehm im Live-View. Ja, man muss sich das vorstellen, dass diese Smart Controller, so nennen wir den offiziell, wie so eine Art von Lasermaus ist, wenn man die umdreht, ne? Wenn man sonst geblendet wird von diesem Laserpunkt. So Pi mal Daumen. Nicht exakt so, aber so ähnlich. Das heißt, wenn man da auch sich zu Hause den Spaß macht, mal so eine Maus umzudrehen, ein bisschen mal mit dem Finger drüber zu gehen, dann merkt man auch, dass der Cursor am Display aufwandert. Und so Pi mal Daumen ist es gemacht. Mhm. Und das zeigt ungefähr auch, in welche Richtung es geht. Es ist ein bisschen viel komplexer als nur so ein Laserpointer da, aber das macht das Spannende halt, dass es wirklich so eine Touch-Swipe-Funktion alles möglich ist. Plus man kann die als normale AF-On-Taste drücken. Mhm. Drückbar ist die ja auch als normale AF-On. Man kann die auch anders umbelegen. Also ist schon neben dem Joystick, den beibehalten hat, dran. Und was ich halt spannend fand in meiner Testphase, die etwas kürzer ausgefallen ist bei euch, aber ich musste die Kamera andersrum ja hinten vorarbeiten, war so Kleinigkeit, wenn wir quer arbeiten, weil manche denken sich, okay, wenn das so touch-sensitiv ist, dann ist der deaktiviert. Genau. Bei quer. Also selbst wenn ich mit den Handbeinen unten dran komme, passiert da nichts. Ja, das war immer so dieses, muss ich irgendwo abschalten. Ne? Es gibt zwar einen separaten Off-Schalter noch für Auslöser, der dupliziert ist, aber der ist tatsächlich deaktiviert. Fand ich spannend. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Bis ich dann irgendwann durch Zufall gedacht habe, Moment, wieso bewegt sich das ja nicht hier, ne? Wenn ich mit dem Handballen noch parallel irgendwie durch Zufall drankomme. Also da haben die schon, Gott sei Dank, in der Tiefe mit überlegt, was man dann damit anstellen kann. Also so vom Handling, von der Geschwindigkeit, man kann ja auch einstellen, wie sensitiv der ist. Ob du den relativ schnell von links nach rechts durchrasseln lässt oder ob der mehrfach drüber wischen muss. Nee, apropos Testphase, man braucht sicherlich erstmal ein paar Tage, Wochen sicherlich, um mit so einer Kamera, mit so einem technischen Gerät auch zusammenzuwachsen. Klar, jeder wird das modifizieren im Laufe der Zeit, im Laufe der Kennenlernphase. Und dann wird man sicherlich sehen, was für jeden der Auto. Wir haben ja alle andere Prioritäten, wo du den Autofokus hinlegst, was du, wie es geht und sonst was. Und das wird eine lange Testphase, denke ich mal. Aber normal, so wenn man zusammenwächst mit einer Technik, und dann braucht das eine Zeit. Wobei ich sagen muss, wer eine 1DX oder 1DX Mark II vorher hatte, der kommt mit der 1DX Mark III eigentlich auf Anhieb zurecht. Es fühlt sich so an, als ob das alles schon irgendwie gefühlt familiär ist. Und ich meine, man kennt ja seine ganzen Menüpunkte und die findet man auch sehr, sehr schnell wieder. Natürlich sind bestimmte Menüs neu dazugekommen, andere sind vielleicht verkleinert worden oder weggekommen. Aber insgesamt von der Bedienung her hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt was Neues lernen müsste, richtig, sondern da ich meine 1DX sehr, sehr gut kenne, wusste ich eben auch, okay, hey, ich konnte direkt loslegen. Also ich habe direkt die Speicherkarte reingeschmissen und habe gesagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, wie schnell ist das überhaupt. Ich meine, 16 Bilder pro Sekunde mit dem Spiegelschlag. 16 mit Spiegel, das kann man gerne auch hier schon mal rattern lassen, das finde ich immer faszinierend, wie das überhaupt technologisch lösbar ist, noch vor. Boah, jetzt will ich keine falsche Zahlen nennen. Ich meine, so vor 12, 15, maximal 20 Jahren gab es irgendwie einen Entwickler, der gesagt hat, 12 Bilder pro Sekunde ist mechanisch Limit der Technologie, die das möglich ist. Ja, dann haben wir die 1DX Mark II mit 14 rausgebracht. Bei 16, ja. Oder im Live-Bild mit 20, mechanisch, aber auch elektronisch, wer will, im Live-Bild. Das ist schon ultra. Ja. Und wenn man das noch vergleicht, ich blitze manchmal auch gerne, das mit der Blitzanlage, um neue Dinge zu machen. Wenn die Blitzanlage jetzt natürlich auch vom Speed mitmacht, bekommt man auch neue Möglichkeiten. Ne. Das ist schon, auch wenn man nicht immer Blitz blauft, ne, ist klar. Aber manchmal geht es ja um die Sekunden. Ne. Also was ich erstaunlich fand, jetzt der Unterschied von 16 Bildern zu 20. Man denkt, okay, jetzt 4 Bilder mehr oder weniger in der Sekunde, das ist jetzt nicht so viel, aber wenn du da wirklich am Arbeiten bist, ich habe da mit Mountainbikern, also mit so Dirtjumpern habe ich gearbeitet, die da über so Sprünge reinkamen und so. Und da habe ich am Anfang auch mit dem Spiegeljahr, mit den 16 Bildern.
und dann nachher mit der spiegellosen Variante oder mit dem spiegellosen Modus gearbeitet. Und es war doch sehr erstaunlich, wie gefühlt, dass wirklich noch mehr Bilder da rauskommen und wo es dann eigentlich nur 4 Bilder mehr sind pro Sekunde. Aber du bist ja wahrscheinlich auch relativ fokussiert auf deine Sportler. Genau. Also, und ich glaube, das ist ja der große Unterschied. Also ich bin ja bisher absolut der Exot hier. Also ich finde, die fühlt sich auch toll an. Auch wenn sie bei mir zu 95% auf dem Stativ steht. Wie bedauerlich. Wie schade eigentlich, ja. Aber dennoch finde ich es total wichtig, wenn du eine Kamera in der Hand hast und nicht eins mit der Kamera bist, dann ist das nicht deine Kamera und dann kannst du auch nicht ordentlich damit fotografieren, finde ich. Und das ist also hier schon mal so ein Punkt und genau das, was du sagst. Endlich mal die beleuchteten Tasten. Wir sitzen jetzt hier in einem dunklen Studio, das ist bei mir Standard. Also im Prinzip in dem Stilllife-Bereich wird vorne ausgeleuchtet und sonst will ich kein Licht haben. Gerade wenn wir Getränke fotografieren, Gläser, da reflektiert alles, da hängen wir die Beleuchtung von der Blitzanlage hängen wir ab, wenn man sie nicht ausschalten kann. Ne? Also da hängen schwarze Tücher drüber, weil das alles spiegelt. So, und jetzt musst du an die Kamera und willst irgendwas ausprobieren und dann fängst du an mit irgendeinem Taschenlämpchen da hinten rumzuleuchten und jetzt hast du hinten die beleuchteten Tastaturen und das ist super. Also das war schon mal so der erste Punkt. Und das, was du gerade sagst, ist mir auch aufgefallen, diese Schnelligkeit, die Kamera hat. Mein Stilllife ist so groß und jetzt fliegt, was weiß ich, das haben wir irgendwann mal fotografiert, ein Korken von einer Weinflasche von A nach B. Und du denkst, naja, mein Gott, so schnell fliegt doch ein Korken nicht. Aber wenn du einen Korken auf dieser Fläche, also 30 cm, einfach mal fallen lässt und mal guckst von A nach B, wie lange er braucht, dann weißt du, ob du mit 16 oder 20 Bildern blitzt, ihn an der richtigen Stelle zu treffen, da sind 4 Bilder, sind die Welt. Mhm. Da sagst du, jetzt endlich können wir das auch mal fotografieren. Ich würde sagen, ich mache den Korken separat und montiere den Photoshop rein. Ne? Ich bin ja Fotograf und kein Bildbearbeiter, von daher fotografieren wir das. Ja, genau. Es gibt auch die Werkzeuge, die das auch können, um genau das zu lösen. Genau, und es ist entscheidend, wenn der Kunde neben mir steht und wir haben eine Idee, wir realisieren die Idee. Oder es kommt der böse Spruch, das machen wir später im Photoshop. Ja, wenn ich dem Kunden sagen kann, dann fotografieren wir das, dann ist das viel, viel besser. Und ich glaube, das zeichnet letztendlich auch zumindest im Stilllife-Bereich, aber ich glaube bei euch allen, das zeichnet letztendlich den Profi aus, ob er das Bild machen kann oder ob er es nicht machen kann. Und wir haben ein Handwerkszeug mehr, was uns Dinge ermöglicht, die bisher noch nicht möglich waren. Also, schlicht so und einfach. Schöne Wortwahl, Handwerkszeug, ganz genau. Ja. Was ich bei Serienbildgeschichte noch doppelt faszinierend finde, wir haben ja einen neuen Hauptprozessor drin, Digic X oder 10. Das ist eine komplett neue Generation, das heißt, die zukünftigen Kameras werden sich des Namens auch bedienen, auch mit Unterversionen. Man kann es ja mit anderen Herstellern von Prozessoren vergleichen, mit welche die Versionsnummer haben. Im Fall dessen in der Bildverarbeitung über 3-mal so schnell geworden. Und in der Hauptverarbeitungszeit 300-mal so viel Power. Bei gleichzeitigem geringen Energieverbrauch. Das heißt, Akku hält deutlich länger. Wir sind jetzt 2850 Aufnahmen. Nach unseren sogenannten. Wie viel sind es, 2850. Mhm. Ja. Wobei wir in Klammern immer setzen nach dem CIPA-Standard. Das ist halt so ein Standard, wie man so ein Ding testet. Uns langweilt es immer, weil das nie was mit der Realität zu tun hat. Weil ich mache nicht nach jeder Aufnahme die Kamera für 10, 15 Sekunden aus, warte, mach die wieder an, mach ein Bild, guck mir das im Display an, mach es wieder aus. Mhm. Das ist halt. Ne? Das heißt, im reellen Leben 6.000, 7.000 Aufnahmen, bis der Akku 50% hat, ist ganz normal bei der Kamera in Zukunft. Was schon eine ordentliche Ansage ist, beim gleichen Akku, gleicher IP19 wie bei der 1DX Mark II. Man kann auch den IP4N von früher noch verwenden. Der wird teilweise dann nicht die volle Serienbild wegen der Spannung nicht erreichen. Aber was ich entdeckt habe, das habe ich ja später in technischen Daten nachgelesen, ist das unglaublich schnelle Wegschreiben von den Daten. Weil ich meine, so 20 Megapixel hat die Kamera, ja? Genau, korrekt. Okay, ist gleich wie von der Auflösung wie die 1DX Mark II, da hat sich nicht viel getan, aber die Serienbildrate ist hochgegangen. Genau. Ja, und das ist egal, ob ich jetzt RAW und JPEG kombiniere oder nur RAW schieße oder wir haben ja ein neues High-Format, da kommen wir später noch drauf zu.
ich muss ja die Daten irgendwo reinbringen. Und selbst wenn ich im Live bin, 20 Bilder pro Sekunde schieße, sagen wir mal jetzt RAW, weil vielleicht will ich es maximal bearbeitbar haben, dann ist ordentlich. Und dann fand ich es ein bisschen komisch, nach dem Auslöser loslassen, dass dann so nach knapp einer Sekunde die LED erloschen ist. Wo ich dann gedacht habe, hat jetzt gar nicht geschrieben oder ist sie schon fertig? Ja, CF-Express-Karten, das heißt, die Kamera kann knapp 1 GB pro Sekunde wegschreiben. Du bist halt nicht eingeschränkt. Ne? Du kannst ja, da sofort nächste Sequenz schießen. Und also ich komme jetzt nie an den Anschlag von der Geschwindigkeit. Das wollte ich gerade sagen. Ihr wahrscheinlich Preisfrage, alle nicht, ne? Preisfrage. Was steht in offiziellen technischen Daten drin, wie der Puffer maximal ist? Unbeschränkt. Habe ich auch gedacht. Nee, ich habe... Das ist, glaube ich, irgendwo so ein bisschen schwammig. Nee, wir sagen einfach 1000 plus. Weil ja, genau. So nach 1000 mehr... Ich habe das Glück gehabt, letzte Woche einer tollen Präsentation dabei wohnen zu dürfen. Wo ich auch die Kamera mal naked gesehen habe. Also nur das Aluminiumgehäuse. Aluminium, ist es Aluminium? Magnesium, Verzeihung. Bewundernswert. War übrigens auch Mr. Autofokus da. Der Mensch, der japanische Mitarbeiter von eurer Firma, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, entschuldigt, sagt mir das nach bitte. Der war auch da und also das hat auch alles einen menschlichen Touch, diese. Nicht nur in schwarz eingepackt, sondern auch Menschen. Aber ich wollte noch eins ganz kurz, rote Lampe, kennen wir alle. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, bei euch ist das so, wenn ihr, also ich fotografiere sehr viel hintereinander in Serie, ihr wahrscheinlich immer weniger, ja, und dann guckst du mit dem rechten Auge, da hat schon immer die Jahre, die wir das machen oder ich das mache, seitdem es das gibt, da guckt das rechte Auge schon mal automatisch, wann das rote Licht erlöschen ist. Und ich habe jetzt in den Testtagen gesehen, dass man das rote Licht gar nicht mehr so oft sieht oder kaum noch sieht. Das heißt, die Kamera speichert die vielen Bilder, die man macht, schnell hintereinander auch super weg ab. Großer Vorteil. Wie auch andere kleine Feature, die ich auch die Canon uns endlich mal gegeben hat. Ein paar kleine Feature, auf die wir sehnsüchtig gewartet haben. Ja, ich denke auch, die Geschwindigkeit ist einfach essentiell an der Stelle. Ich habe auch, als ich die getestet habe, einfach mal geschaut, was geht denn jetzt. Ich hatte natürlich eine Vorserien-Firmware, das heißt, das war noch nicht die endgültige. Und ich bin mit HIVE-Format und RAW-Format gleichzeitig, ich glaube, auf 775 Bilder in Folge gekommen im Garten. Und habe gedacht, Mensch, super, das ist schon mal mehr, als ich je in Folge schießen werde. Und es hat auch sehr, sehr schnell weggespeichert. Also man kann eben auch viel schneller wieder weiter fotografieren, weil zumindest bei mir ist es so, du hast die erste Action-Sequenz, war so, Vogel fliegt rein oder Säugetier macht irgendwas und du beobachtest eigentlich die ganze Zeit weiter. Und wenn dann wieder was passiert, und du kannst dann nicht draufdrücken, weil die Kamera irgendwie tot ist, dann verlierst du einfach alle Bilder, die danach kommen. Und das macht die 1DX wirklich sensationell an der Stelle, dass man quasi immer weiter fotografieren kann, was ja im Endeffekt bei mir in der Tierfotografie essentiell ist. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, das muss ich euch mal kurz erzählen. Ich war mal bei der Formel 1 und da gab es einen unglaublichen Crash. Das war schon einige Jahre her, ich weiß nicht mehr wann es genau war, wo ein Formel-1-Wagen in der Start, im Start, in der ersten Kurve, also hinterm Start, über ein anderes Auto hinweg, über einen anderen Formel-1-Wagen hinweggeflogen ist. Und alle haben das fotografiert. Und in meinem Job, wir fotografieren hauptsächlich oder meistens in JPEG, um diese Bilder gleich noch im alten JPEG die gleich wegzuschicken. Und rechts von mir stand ein Fotograf, der hat in einem anderen Format fotografiert. Und da hörte ich nur, wie bei diesen Sprüngen der Autofokus oder bei diesem Flug des anderen Formel-1-Wagens über den anderen, bup, 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 bup. Der hat viel weniger Bilder machen können. Gut, es war ein paar Jahre her, als wir alle. Und wenn das jetzt uns diese Möglichkeiten ergibt, wie du mit dem Kurken und dem fliegenden Sektkurken oder sonst was. Wow. Danke. Lass uns mal ein bisschen tiefer in den Autofokus eintauchen. Deep Learning, ein Schlagwort, als einer der 100 neuen Features, die wir in den Kameras oder in der Kamera haben. Sehr interessant gelöst, weil es wurden ja unheimlich viele Bilder zugeschickt zu den Entwicklern nach Japan, die sich mit Autofokus extrem tief beschäftigen. Die wurden ausgewertet, bewertet, analysiert, zerlegt, wie auch immer, was sie da für eine Zauberei betrieben haben. Und diese Algorithmen basieren ja halt auf den Bilddaten. Also nicht irgendwas, was man sich ausgedacht hat, sondern tatsächlich in Bilddaten aus der Realität. Und das ist egal, ob das jetzt eine Person ist, die auf dem Laufsteg ist oder irgendwas aus dem Studio. Ein Snowboarder, BMXler, Fußballer, whatever. Selbst Tiere wurden dann mit reingemacht, damit Mustererkennung stattfindet. Köpfe, Personen. Also eigentlich ist die Liste
ewig lang. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich eine halbe Stunde erzählen würde, darüber noch Sachen vergessen, weil es einfach sehr, sehr viel ist, die ja das reingepackt wurde. Um das Ganze zu ermöglichen, jetzt im optischen Sucherbetrieb erstmal, dann geht man gleich das Live-Bild ein. Wir haben einen neuen Belichtungsmesser mit 400.000 Pixel Auflösung. Ich denke mal ein bisschen mit kleinen Lächeln zurück. Unsere erste offizielle digitale PowerShot damals hatte 600.000 Pixel Auflösung als digitale Kompaktkamera. Das heißt, der Belichtungsmesser hat 400.000 Pixel und einen eigenen DIGIC 8 Prozessor. Preisfrage an dich, EOS R, welchen Prozessor hat die? Keine Ahnung. DIGIC 8, die ganze Kamera betreibt, wo hier nur für den Belichtungsmesser das Ding abgestellt ist. Also man kann sich vorstellen, was für ein Rechenpower dahinter ist, um das Ganze zu analysieren. Und das heißt halt nicht, dass wir jetzt hier eine künstliche Intelligenz haben, das wäre übertrieben, sowas zu sagen, aber die Kamera kann trotzdem sehr gut Szenen erkennen, bewerten und dementsprechend Autofokus ansteuern. Plus in dem Autofokus-Menü, wir haben ja vier Cases, die kennt man ja schon aus Vorgängermodellen. Wir hatten früher sechs, jetzt sind es vier plus ein Auto. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn du sagst, ich traue mich nicht, den richtigen Case auszusuchen, weil vielleicht stelle ich genau das Falsche rum ein, nehme ich ein Auto und dann erkennt er auf seiner Szene. Voraussetzung ist natürlich, ich setze den Fokuspunkt dahin, wo ich es haben will. Also im Worst Case wäre, du stehst am Fußballrand oder bei Formel 1 oder sitzt, okay. Und stellst dann einfach mal auf die Bande ein und hoffst dann, dass sie dann fängt, gerade den Spieler, der ins Bild reinläuft. Dann würde die Kamera sagen, oh, die Bande ist doch super, bleibe ich doch, bewegt sich doch nicht. Ne? Das gleiche aber auch für deinen Bereich oder im Wildlife, ne? Bevor du auf den Baum scharf stellst, nimmst du lieber den Säuger, lieber. Aber genau wie im Studio auch, wenn du irgendwas durch das Bild fliegen lässt, auf den Hintergrund scharf stellen, ist ja auch nicht so mega schlau. Ja. Das Spannende ist halt, dass wir das Ganze nicht nur im Sucherbetrieb haben, sondern auch im Live-Bild. Also ähnliche Algorithmen, gleiches Verhalten. Im Live-Bild kann man es natürlich einen Tick noch anders steuern über die Bildfläche. Da sieht man auch, dass der im Servomodus der Rahmen, der verfolgt, sich in den Objekten teilweise anpasst. Also wenn irgendwie ein Objekt, das was quer ist, plötzlich der nicht nur viele Autofokuspunkte wandern, sondern das Ganze zusammengefasst wird, weil das Ding das Objekt erkennt und dementsprechend auch tracken kann. Egal ob hochkant oder quer. Und was ich besonders spannend fand, war, wir haben als Feature eine Kopferkennung. Viele werden sagen, Kopferkennung ist aber irgendwie schlechter als eine Gesichtserkennung oder Augenerkennung. Ja, weil es doch viel präziser auf Auge irgendwie zu sagen, ja, bei Hochlichtstärken bin ich dabei. Aber was ist, wenn ein Gesicht nicht mehr wirklich erkannt wird? Was ist, jemand, der einen Hut trägt oder der einen Helm plötzlich trägt? BMX, ganz genau. Mountainbike. Oder Skispringer. Oder bei Skispringer hast du kein Gesicht mehr plötzlich. Also das ist zwar da, aber hinter einem Helm versteckt. Dafür gibt es die Kopferkennung. Aufgrund des Musters des Körpers, von dem Spieler, Läufer, wie auch immer, erkennt er den Kopf. Und das Highlight, warte, Gregor, aber warte mal ganz kurz. Was ich da noch hyper spannend fand, war, da mal selbst ohne zu wissen, dass die Kamera es konnte zu dem Zeitpunkt, die Kamera mal auf den Kopf gedreht. Weil normalerweise steigen viele Kameras aus bei Gesichtserkennung, sobald du ein bisschen einen gewissen Winkel drehst, dann gibt es ja diese Mustererkennung ja nicht mehr und dann ist diese Gesichtserkennung inaktiv. Die kannst du wirklich 180 Grad auf den Kopf stellen. Das heißt, ein Turmspringer, der ins Wasser eintaucht, den kannst du verfolgen, kopfüber. Ja, egal ob Live-Bild oder im Sucher, weil die Kamera es einfach kann. Fand ich genial von der Lösung, was einfach viele Probleme auch löst. Ne? Du drehst einfach mich verstehen. Mhm. Ja, aber gut, manchmal brauchst du die Kamera nicht zu drehen. Manchmal dreht sich der Turmspringer oder der Leichtathlet oder der BMX oder Mountainbiker ja, genau. Macht ein Salto. Ja, dann hast du plötzlich dann irgendwie was anderes in der Schärfe. Ne? Das ist dann schon High-End. Ich hatte da auch ein interessantes Erlebnis, weil ich habe mit der 1DX Mark III jetzt auch ein bisschen mit Wasservögeln getestet. Und ich arbeite ja normal mit einem Autofokusfeld, aber da komm, wenn der Autofokus so gut ist, dann nehme ich mal alle Autofokusfelder und wähle sozusagen den Kopf voraus, als muss das erkannt werden soll. Und das Interessante war, in dem Moment, wenn die Spiegelung perfekt war, weil es windstill war auf dem See, dann hat er teilweise die Autofokusfelder oben quasi einmal auf den Kopf positioniert und einmal auf den Kopf in der Spiegelung. Also auf einmal hatte ich Bilder, wo hier oben Autofokusfelder waren und da unten. Und später ist er dann komplett auch nach unten gewandert, weil er einfach erkannt hat, dass die Spiegelung kontrastreicher war als das Original und das wirklich extrem gut das Ganze verfolgt. Also wenn man sauber auswählt, wo oder was man als Muster erkennen möchte, schafft er es auch tatsächlich mittlerweile mit den Fokusfeldern das Ganze nachzuführen, was eben
früher fast nicht denkbar war. Und umgekehrt habe ich auch regelmäßig das Problem umgekehrt. Viele sagen ja immer, oh mein Gott, ich brauche, in der Dunkelheit muss ich fokussieren können, da sind die alten Kameras für mich schon alle gut genug in der Dämmerung. Aber was mir oftmals Probleme bereitet, ist das extreme Gegenlicht. Also wenn ich quasi typischerweise fast in die Sonne rein fotografiere, dass ich danach selber nichts sehe, weil ich so in die Sonne rein fotografiert habe. Und da steigt der Autofokus ganz oft, oder stieg der Autofokus früher ganz oft aus. Und eben da in diesen ganz extremen Gegenlichtsituationen, die ich ja so gerne mache, so als Scherenschnitt, Silhouette von einem Tier, das irgendwie direkt durch die Sonne rennt in irgendeiner Form, da schafft es die 1DX Mark III deutlich besser, den Autofokus nachzuführen, als eben die ganzen Kameras, die ich bis dato in der Hand hatte, was für mich natürlich ein extremer Vorteil ist in solchen Situationen, gerade bei Gegenlicht, weil mich Gegenlicht einfach immer fasziniert in der Naturfotografie. Ja, hast du auch gut beobachtet, weil tatsächlich gab es da eine Änderung auch. Wir erweitern nicht nur die Lichtempfindlichkeit nach unten, damit es immer dunkler sein kann, was ja manchmal auch die Frage sich für mich irgendwo stellt, wenn es ganz dunkel ist, was will ich da überhaupt aufnehmen? Ne? Oder dann nehme ich lieber vielleicht einen Restlichtverstärker oder so. Ja. Aber klar, dass der Fokus abgeblendet vielleicht dann mehr Chancen hat, was zu greifen, zu tracken. Aber im Plusbereich unterhält sich kaum jemand, dass die Kamera auch tatsächlich geblendet werden kann. Ne? Also mit unserem Auge haben wir auch ein Limit, wo wir sagen, okay, jetzt Sonne blendet, das ist mir zu hell. Aber ein Autofokussystem kann auch wirklich geblendet werden, dass er halt, manche kennen es vielleicht durch Zufall, wo der plötzlich anfängt zu pumpen. Wo man sagt, das ist doch super Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit. Ja, das wurde hier erweitert um zwei Blendstufen, das heißt, die ist viel mehr oder viel weniger lichtempfindlich in den hellen Bereichen, sodass so genau solche Situationen wie Gegenlicht oder auch bei Motorsport, so 24-Stunden-Rennen, fahren ja im Dunkeln, trotzdem Licht an. Du konntest früher nicht auf das Licht des Autos scharf stellen, weil das die Kamera geblendet hat als Licht. Das ging nicht mal um frontal anscheinend ab von der Projektion. Das war jetzt Technik, aber das sind so Kleinigkeiten, die aber groß sind für den Alltag. Oder wenn jemand im Studio mit Gegenlicht arbeitet, da fragt sich manchmal, okay, früher weiß ich noch, ich glaube TSE oder AF-Systeme manuell geschaltet, voreingestellt, weil man hat gemerkt, das pumpt und greift ohne nichts. Ne? Ja. Und jetzt kannst du sagen, hier, mach und fertig. Ja. Vielleicht noch was zum Deep Learning. Ja. Jetzt gerade im Live-View-Bereich, also eigentlich mit der Mirrorless-Funktion, als ich da mit den Skifahren unterwegs war, ich habe da mit dem Live-View gearbeitet und hatte eigentlich ein hundertprozentiges oder nahezu hundertprozentiges Autofokus-Feld oder wo der Autofokus erfasst wird. Ich habe da einfach die Kamera da so hingehalten, als die Athleten über so ein Rail kamen. Und das Coole war ja eigentlich, du musstest nicht spezifisch auf den Skifahrer oder auf den Snowboarder scharf stellen, sondern habe einfach so die Kamera hingehalten und ausgelöst. Und das hat dann automatisch den Athleten erfasst, als der da ins Bild reinkam und genau eigentlich auf den Kopf fokussiert. Und das ist wirklich echt cool. Also ich habe jetzt mit der Kamera zwei Tage gearbeitet und eben wieder kommend von der Mirrorless-Welt, eigentlich mit der EOS R, bin ich mich einfach gewohnt, dass ich fast 100% vom Autofokus, vom Feld als Autofokus setzen kann. Und ich fühlte mich am Anfang, als ich da durch den Sucher geschaut habe, habe ich mich fast ein bisschen limitiert gefühlt, weil es war mir zu oben zu wenig, zu unten links und rechts. Und habe dann relativ schnell auf den Live-View umgestellt und habe dann einfach den Bereich angetippt und dann halt einfach den Rest machen lassen. Also wenn du einen Athlet hast, der irgendwo, den du oben links haben möchtest, halt oben links das angewählt und dann einfach im Live-View das gemacht und der wurde getrackt. Und das hätte ich vorher jetzt so in dieser Geschwindigkeit, hätte das überhaupt nie funktioniert. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt. Jetzt natürlich jetzt genau auch gegenüber von der ESR, die natürlich jetzt nicht so schnell ist in der Serienbildfunktion. Das ist schon ein Riesenschritt und erlaubt es mir, eigentlich Aufnahmen zu machen, wo ich vorher mich nie getraut hätte, so auf den Athleten zu fokussieren, weil der fliegt irgendwie entweder rein oder raus aus dem Autofokusfeld. Also das ist schon ein Riesenschritt. Und für mich jetzt ist das einer der größten Vorteile dieser Kamera, dass ich die eigentlich im spiegellosen Modus nutzen kann und eigentlich so die Vorteile habe, vor allem was das Anwählen des Autofokusfeldes betrifft. Also auch das haben wir so festgestellt, dass wenn man so ein Ding natürlich testet man, dann guckt man, okay, da haben wir doch bisher Probleme gehabt, jetzt gucken wir mal. Die soll doch angeblich nicht nur Gesichtserkennung, sondern Objekterkennung machen. Und jetzt fliegt der Stuhl mal nicht wie üblich bei mir parallel durchs Bild, weil dann stelle ich einen Autofokus logischerweise aus und dann weiß ich, der bewegt sich ja ganz gerade zur Achse und der wird immer scharf.
Weil wir hatten immer Probleme, wenn der Stuhl sich auf die Kamera zubewegt, was ja viel mehr Dynamik bedeutet. Aber du musst das Ding ja scharf kriegen. Also hat man sich irgendwo einen Besenstiel hingestellt, der gerade nicht mehr im Bild ist, und hat gesagt, okay, wenn der Stuhl da ist, dann lösen wir aus und dann darf der auch so schwenken. Und den kannst du jetzt oben links ins Bild hängen, legst da deinen Autofokus hin, sagst 3, 2, 1 und dann lass ihn kommen und dann machst du halt Serienbildauslösung und du hast den von vorne bis hinten scharf und suchst dir die Position aus, also ähnlich wie das, was du machst, nur dass die Kamera bei mir hier auf dem Stativ steht, aber der Stuhl halt wirklich schnell auf dich zukommt. Und wenn du das noch ein bisschen mit Dauerlicht machst und so eine ganz kleine Verzögerung reinbringst, dass der so leicht unscharf wird und trotzdem noch die Schärfe hat, Hammer. Und du bist auf dem Punkt damit. Das ist Wahnsinn. Also du brauchst 4, 5, 6, 7 Versuche, brauchst du nicht mehr, weil im ersten Versuch bist du da. Und das ist irre, dass das so schnell geht. Also wir haben es 3-mal probiert und auch nochmal mit ihm, weil ich sagte, gucken wir mal. Es geht leider. Es funktioniert. Nein, brauchen wir neue Herausforderungen. Genau. Es ist toll. Also das macht echt Spaß. Und auch da wieder, ja, du machst es einfach. Du sagst, wir probieren mal, ob wir es hinbekommen, sondern du hast die Idee und du führst sie aus. Das ist super. Genau. Und den Framerate finde ich auch spannend. Du kannst sowohl mit Blitz, mit mechanischem Verschluss im Live-Bild die 20 Frames kriegen, genau, wie auch dann mit Dauerlicht, wenn du sagst, ich habe hier andere Ideen, andere Möglichkeiten, so ein bisschen Unschärfe-Spielchen zu treiben, der bei Blitz-Leuchtzeiten nicht immer so auf den Punkt einfach zu verstehen sind. Klar gibt es auch Geräte, wo du sehen kannst, wie ist die Leuchtdauer, aber es ist einfach viel mehr Freiheit in allen Bereichen. Das absolut, ist, um sich quasi auszutoben. Ja. Habt ihr mal höhere ISO getestet? Ja. Gerade beim ersten Shoot, den ich gemacht habe, das war unter einer Autobahnbrücke. Später am Nachmittag schon, das Licht sehr diffus, von oben nichts, nur von der Seite ein bisschen Licht. Und durch das, dass die Athleten ja sich über diese Kicker geworfen haben, praktisch habe ich mit einer Verschlusszeit von einem 2000stel arbeiten müssen, sonst wären die Athleten unscharf gewesen. Und auch wenn ich ganz offenblendig gearbeitet habe, da ging das hoch bis ISO 20.000 oder noch mehr. Und die Resultate waren echt erstaunlich. Also das hätte ich jetzt vorhin auch nicht gedacht, dass man wirklich, und ISO 20.000 ist jetzt wirklich viel und hoch. Aber unter diesen schwierigen Lichtverhältnissen mit dieser kurzen Belichtungszeit wäre was anderes eigentlich gar nicht möglich gewesen. Also ich bin da relativ schmerzfrei, was ISO anbelangt. Ich sage immer, lieber ISO hoch, dafür hast du die Action und dafür hast du das Bild. Und der Fahrer ist eingefroren, das nützt mir nichts, wenn ich zwar kein Bildrauschen habe, aber das Objekt ist dann unscharf. Darum bin ich da relativ schmerzunempfindlich, was ISO anbelangt. Das ist natürlich auch ein super Gerät, um in schwierigen Lichtverhältnissen noch die guten Aufnahmen rauszukriegen, was vorher jetzt so eigentlich fast nicht möglich war. Ja, ich habe es auch gesehen. Also wir sagen jetzt im Vergleich zu 1DX Mark II, offiziell ist eine Blendenstufe besser als der Vorgänger. Also was heißt das eigentlich? Wenn ich vorher mit ISO 6.4 gearbeitet habe, dann kann ich jetzt mit 12.8 mit dem gleichen Ergebnis ungefähr erwarten. Gleichzeitig aber haben wir eine kleine Qualitätssteigerung. Nicht nur durch ISO und Dynamik, die auch höher geworden ist, aber auch durch neuen Tiefpassfilter. Jetzt wird es ein bisschen technisch für euch. Ich lese ja immer wieder so gerne so Tests, die weltweit passieren, mit Auflösung. Es gibt so einen Hauptbegriff, Nyquist-Frequenz, wie viel bleibt tatsächlich von der Kameraauflösung übrig. Ne? Selbst wenn ich jetzt irgendwie 20, 30, 40 Megapixel drin habe, wie kriege ich effektiv raus? Weil ich kann ja da 3 Milliarden Bildpunkte aufladen, wenn das ganze Gesamtsystem mir 3/4 schluckt, aufgrund der gewissen Prozesse und durch neuen Tiefpassfilter. Das nennt sich ein Gaußscher Tiefpassfilter, 16-Punkt-Filter, klassischer als Vierfach, wird ganz anders zusammengemappt. Das heißt, das System innen drin schluckt viel weniger. Also ich kriege aus 20 Megapixeln so viel raus, wie sonst eine Kamera ohne Tiefpassfilter mit 24 Megapixeln. Bei gleicher Schärfe wie ohne Tiefpassfilter. Also ich habe eigentlich eine höher aufgelöste Kamera mit weniger Pixelangaben. Also ich kann theoretisch entweder einen anderen Bildausschnitt machen oder beim Print mehr vergrößern, im Vergleich zu der 1DX Mark II zum Beispiel auch. Ne? Das wird man aber dann nach und nach, glaube ich, draußen sehen, dass Leute es verstehen. Auch die Tests, die dann irgendwelche Linienauflösungen machen und Kurven fahren werden, das wird dann nach und nach alles rauskommen.
Aber es fand ich erstaunlich, dass sie gesagt haben, nee, wir entscheiden uns ganz bewusst für den Tiefpassfilter, weil die ganze Moree, Textur, Geschichten, jetzt hast du in Natur jetzt weniger Probleme mit Moree als in künstlichen Welt, Textil, egal so, oder du auch in deinem Bereich, wo du sagst, wieso ist Moree plötzlich da? Mhm. Deshalb bewusste Tiefpassfilter, aber eine komplett neue Generation, die einfach dir kein Moree mehr produziert oder so gut wie nicht sichtbar ist Moree im Vergleich. Ne? Weil ohne Tiefpassfilter hast du offiziell mehr Schärfe, aber auch ab einem gewissen Frequenzgang Moree drin. Ne? Fand ich auch so, wie gesagt, auch wenn ich immer wieder darauf zurückkomme, einer der über 100 Punkte, die neu gekommen sind, also so nach und nach bildet sich so ein ganzes Bild daraus. Ne? Ich habe mal nochmal zurück zur Empfindlichkeitseinstellung. Ich habe das mal so richtig klassisch getestet zu Hause in der Küche, wie man das so früher gemacht hat. Vielleicht kennt ihr das noch so aus Fotozeitungen. Da haben die immer irgendwie aus Fotomagazinen oder Fotofachzeitschriften, haben die immer die Tageszeitung abfotografiert, ob die Schärfe bis nach rechts oder nach links geht im Objektiv. Und so habe ich das mal gemacht, mich in der Küche hingestellt, habe eine Süddeutsche Zeitung auf den Fußboden gelegt. Ich lebe ja im Süden von Deutschland. Habe mich dann hingestellt und habe das fotografiert. Und habe mal, du hattest vorhin mit Quizfragen angefangen, ich habe mal die höchste ISO-Zahl einstellen können. Wisst ihr, du weißt es wahrscheinlich, wisst ihr, was die höchste ISO-Zahl an der Kamera ist? 800.000. Noch sogar ein bisschen mehr. 890, 92, 892. 19, 200. Ich weiß es nicht genau. Warum hat man nicht eine Million gemacht? Das wäre doch ein cooles Ding gewesen. Eine Million ISO. Kann man auch, nein. Und das habe ich mal bei der höchsten, wahrscheinlich kommen wir da nicht, also ich komme sicherlich nicht in dem Bereich, das mal dort zu fotografieren, zu müssen oder zu dürfen in diesem Bereich, aber das ist schon das Extremste. Das heißt dann, glaube ich, H3 oder C3 oder das ist noch... H3 oder 2 ist, kann ich nicht sagen, also normal gehen wir bis 100, 2000. Jawohl, und dann kommt es nochmal drei Stufen. 204, 409, also H3 müsste es dann. Ja, H3. Und das, wie gesagt, habe ich mal getestet mit einem... So, muss man ja, so... Bitte? Ist die Zeitung weggelaufen dabei? Nee, ich bin weggelaufen vor Freude oder gesprungen, weil ich war wirklich, es war unglaublich scharf. Also wie gesagt, ich gehe jetzt einfach, natürlich erwartet man da nicht mehr das, aber wenn man in diese Bereiche kommen sollte, im unwahrscheinlichen Fall, war schon, hat mich umgehauen, muss ich sagen, gesprungen. Also da habe ich gedacht, wow, jetzt gehen wir mal bis hoch. Zeitung rübergelegt, runtergelegt, fotografiert, hinten am Display geguckt, war schon mal baff, dann habe ich es am Computer eingespielt, eingelesen die Bilder, hochgezogen und gedacht, wow. Aber ich muss zugeben, ich habe das natürlich auch gemacht. Sowohl um hinterher hochzuziehen und zu schauen, wie der Dynamikumfang ist, als auch eben für mich zu sehen, bis zu welcher ISO kann ich gehen, weil ich habe im Kopf immer so eine ISO, wie hoch will ich gehen, damit eben im Endeffekt für mich Fine Art Prints möglich sind oder eben Publikationen in Magazinen, dass ich einfach ein Gefühl für die Kamera auch bekomme. Und ich muss sagen, also da hat sich schon einiges getan. Gerade auch im Vergleich zu den anderen Modellen. Also ich fotografiere nicht nur mit der 1DX, sondern teilweise auch viel mit den 5DSRs noch, also mit 50-Megapixel-Kameras. Und das ist halt einfach, was die ISO-Möglichkeiten angeht, natürlich einfach gigantisch, dass man eben so hoch gehen kann und das Bild immer noch vollkommen ausreicht für Doppelseiten oder für einen ordentlichen Print, ich sag mal 90x60 oder ähnliches, dass das wirklich noch von der Qualität her stimmt. Und eben auf der anderen Seite, dass der Dynamikumfang eben auch besser geworden ist von der Kamera gefühlt. Ich kann es jetzt natürlich nicht in Zahlen packen, wie das später die Tests so schön machen werden, aber es ist gefühlt auf jeden Fall ein gutes Stück besser geworden. Man muss ja auch dazugeben, dass das Licht, da wo ich arbeite, hauptsächlich in Fußballstadien natürlich auch besser geworden ist im Laufe der Jahre. Also 1900 sonst was haben wir sonstige Lampen in Stadien gehabt. Heute ist da schon viel LED. Allianz Arena, wo ich oft bin, ein brillantes Licht vom Stadion. Also das kommt uns entgegen, unabhängig davon, wie die Kameras, was wir mit den Kameras bieten können. Ja, stimmt. Wir haben ja noch neue Sachen drin, dieses HIF-Format oder HIF, je nachdem, wie man es dann liest und aussagt. Also die Abkürzung wird HIF sein. Vielleicht einigen wir uns später irgendwie darüber, weil der Name ist ein bisschen so noch nicht so ganz klar, wie man ihn offiziell ausspricht. Im Englischen sprach ein bisschen anders noch. Die sagen dann HIF dazu. Finde ich persönlich neue spannende Sache in der Kamerawelt, weil bis jetzt kennen wir das RAW-Format. Egal wie das da die Abkürzung ist, je nach Hersteller und das JPEG klassisch, manche sogar TIFF oder DNG. Hier haben wir erstmalig dieses neue Format. Gut, es gibt so einen Smartphone-Hersteller, der es jetzt seit der letzten Version dann mit anbietet, um gewisse Funktionen da zu erreichen. Grundprinzip dort, vierfach so hohe Bildqualität, eine 10-Bit-Struktur, also auch eigentlich so ein RAW-Light, würde ich sagen, zur Nachbearbeitung. Es ist ein bisschen versteckt im Menü, in so einem dritten Reiter oder vierten. Über so eine HDR-Funktion wird das aktiviert. Dann habe ich nicht mehr das JPEG, sondern wird automatisch das HIF-Format aufgenommen.
kann es in der Kamera auch auf dem JPEG wieder abspeichern. Oder wenn ich über DPP zum Beispiel ein RAW nehme, kann ich da auch auf das High-Format rüber. Das auch umwandeln, kannst du auch in der Kamera. Auch umwandeln, genau. Also ich kann immer wieder vom RAW oder auf das Hive, aber ich muss die Option aktiviert haben in der Kamera. Mhm, wenn ich RAW ohne die Option fotografiert habe, ist diese Zusatzinformation RAW nicht drin. Also wenn dann immer dauerhaft aktiv, dann kann ich auch aus dem RAW dieses Hive rausziehen. Bei gleicher Dateigröße wie der JPEG. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie neue Vorgabe bekämet, wir brauchen da mehr Qualität, weil du kriegst aus einem fürs Auge visuellen JPEG plötzlich voll Dynamikbandbreite, die Kamera kann, in einem Bild, ohne in HDR 3, 4, 5, 6 Bilder machen zu können. Du kriegst es in einem Bild raus und brauchst dann ein bisschen nur Kontrastkorrektur zu machen, indem was du haben willst, und dann hast du das fertige Bild. Ja, du brauchst nicht wirklich zwingend das RAW anzufassen. Fand ich interessant. Ist noch ein bisschen, ersetzt das RAW, oder? Schlussendlich. Ersetzt nicht das RAW. Also das RAW wird immer noch ein paar Funktionen mehr haben, weil du kannst, gut, je nach RAW-Converter und so eigene NDPP-Software, kann die Objektivkorrekturen, ne, diese Restfehlerkorrekturen, Beugungsunschärfe rechnen die Kamera eh aus, da kannst du ein paar andere Dinge mehr machen. Aber du kannst natürlich dann spreizen ohne Ende in den HDR-PQ-Modus. Ist es tatsächlich ein Ding, wo du sagst, früher hätte ich eine HDR-Sequenz aufgenommen, wenn eine Kamera eine HDR-Funktion hatte, so wie so ein 5D oder so, ne? Mhm. D Mark IV oder EOS R, dann siehst du das finale Bild. Aber manchmal war es so, dass du sagst, okay, jetzt muss ich gleich Belichtung korrigieren oder so, weil es noch nicht final war. Du hast trotzdem mehrere Bilder aufgenommen gehabt und wenn du eine Bewegung drin hattest, dann war es ja aus verschiedenen Sequenzen ja zusammengesetzt, das RAW, ne? Das finale HDR-Bild. Das entfällt bei diesem HDR-PQ, weil du nimmst mit einem Bild die gesamte Bandbreite. Der Code kommt ja eigentlich aus dem Video. Das ist ein HIVC-Format. Das ist jetzt vielleicht für euch so, wow, was kommt jetzt hier für ein Wort? Aber die Filmer in der Videowelt nehmen ja den HIVC-Codec um ein HDR-Video. Ihr werdet jetzt immer mehr, glaube ich, in Märkten draußen sehen, Fernseher, die HDR-Funktionen haben. Es geht nicht um HDR-Landschaften, es geht um einfach Tonwert, Umfang, ja, Spreizung, Erweiterung, damit das dem, was unser Auge sieht, immer näher drankommt, ohne gekünstelt wie ein HDR-Bild aussehen zu lassen. Das heißt, wir haben plötzlich über 2, 3 Blenden mehr in den Lichtern im Bild drin, volle Schattenbereiche zur Verfügung, also ist schon hochspannend. Ne? Da hat sich wenig getan, fand ich, in der letzten Zeit. Also da war es das JPEG quasi so ein Oldschool-Ding. Oldschool. Ich weiß gar nicht, wie lange man das JPEG schon uns begleitet. Aber also ich will es nicht verteufeln, weil es natürlich schön statistisches Format ist. Ne? Jeder kann es sehen, verarbeiten. Richtig. Das wird eine Kamera sich entwickeln müssen. Weltstandard erstmal. Sogar, glaube ich. Genau. Und deswegen hoffe ich, finde ich ganz interessant. Ich bin heiß drauf. Mal gucken, wie sich das bewährt. Muss sich auch vieles im Markt bewähren. Und ich habe schon mal was gesehen davon und war sehr begeistert. Ja, ich habe erst mal ein bisschen auch stutzig geguckt. Dachte mir so, okay, neues Format. Ist das jetzt irgendwie was Sonderbares? Und dann poppt überall, was weiß ich, wenn du irgendwo was auf, muss konvertiert werden, muss umgewandelt werden. Viele Computer, viele Laptops oder wie auch immer sind noch gar nicht dazu in der Lage, das alles zu konvertieren. Oder Standard-Einstellungen oder sonst was. Und das, mal sehen, ja. Spannend, wie sich so ein Format im Markt bewährt. Also ich denke mal, es wird so eine neue Generation werden. Schön, dass das die Kamera hat. Du bist quasi für die Zukunft vorbereitet. Wenn du es nicht willst, nicht kannst, lass diese HDR-PQ-Variante weg und dann hast du ganz normale, ich sag mal, eine 1DX Mark II-Funktion drin mit RAW und JPEG Standard oder nur RAW, je nachdem. Das ist schon sehr, sehr schön gelöst. Ich habe zwar kurz Video, diesen HIVC-Codec erwähnt. Ich muss es ansprechen, weil mir liegt ja vor Zunge, da ein paar andere Funktionen anzusprechen. Das ist ja unsere erste Spiegelreflex. Ja, mit sehr vielen Mirrorless-Funktionen so gesehen. Also ist eigentlich, du hast ja dann einmal so einen schönen Satz ausgesprochen, vielleicht sagst du es einmal kurz. Ja, für mich ist es die beste spiegellose Kamera mit Spiegel. fand ich Top-Spruch. Es war schon einen großen Grinser, wenn ich vergleichen dürfen. Aber auch eine Filmkamera. Also wir haben es noch nicht erwähnt, aber das, was uns gerade filmt, sind gleich 3 1DX Mark III im Hintergrund, die aus allen Perspektiven filmen. Und die Kamera kann 5,5K RAW-Video intern, das ist ein 12-Bit-Video im RAW-Format. Ja. Internet die Speicherkarte durch die CFexpress-Karten, die natürlich den Speed auch ermöglichen, Datenmenge wegzuschreiben. Gleichzeitig kann ich mit der Proxy-Datei 4K-Video mit abspeichern. Das Ganze bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Das heißt, auch mal auf eure Tätigkeit gedacht. Nicht als Tipp oder als was ihr machen solltet, wenn es aber machbar wäre. Man könnte Sequenzen, wo man sagt, Mensch, die 20 Bilder reichen mir nicht, durchaus
mit Autofokus mit 30 Bildern oder dann mit fixem AF, was man vorher auch durchaus gemacht hat, mit 50 oder 60 Bildern auch schießen. Bei 5,5K RAW, lass mich mal kurz rechnen, ich habe es immer noch nicht 100% gerechnet, aber ich meine, es müssen so 15 bis 17 Megapixel sein. Mhm. 1D Mark III früher hatte 8 oder 10. Ja, das sind schon wieder da gewisse Möglichkeiten, die neu dazukommen. Also entwickelt sich halt weiter. Ne? Auch da die Algorithmen mit Verfolgung, Gesichter, Augen, Tracking, ist alles top drin. Aber da, das wird ein separates Video geben von dem Team, was hier das Making-of macht. Wir wollen uns gar nicht zu tief im Video beschäftigen. Würde auch viel zu weit führen. Ich bin nicht so mega tief im Video drin, um die Zuschauer so zu bedienen, die genau aus der Welt kommen, so wie wir jetzt, also wie ihr jetzt aus dem Fotobereich kommt. Auch wenn hier und da mal Videofiles anfallen, aber ihr seid jetzt nicht die Videoproduzenten. Ne? Deshalb freue ich mich auf das Team, was uns gerade hier auf Making-of auch parallel macht, das Abfilmen, dass die dann tatsächlich separat ist. Was war deren Erfahrung beim Videodrehen mit der Kamera, ne? Was auch neue spannende Sachen gibt. Was mir auch noch aufgefallen ist bei der neuen 1DX Mark III, ist vor allem die Dunkelphasen. Also die Seriengeschwindigkeit ist ja wirklich gigantisch mit den insgesamt jetzt 16 Bildern pro Sekunde. Und was mich oft gestört hat, ist, dass ich relativ oft ein dunkles Bild habe, immer wenn der Spiegel schlägt. Und die Dunkelphase ist bei der 1DX Mark III wirklich merklich kürzer geworden. Das heißt, gerade wenn ich mein Motiv verfolge und dabei eben auch auslöse, dann habe ich diese Dunkelphasen sind reduziert und dadurch kann ich viel, viel besser mein Motiv entsprechend auch tracken, was gerade bei hohen Serienbildgeschwindigkeiten einfach wirklich wichtig ist, was mir einfach viel, viel mehr Spaß macht, auf einmal auch mit der Kamera dann auch entsprechend zu arbeiten. Also das ist für mich ein großer Vorteil eben in der Actionfotografie. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ja, aber das ist jetzt halt genau wieder der Vorteil im Live-View. Das hast du natürlich überhaupt nicht. Oder? Ja, das ist richtig. Aber eine Sache, da will ich mal jetzt nicht ausfragen extra, aber bei euch beiden erstmal. Du bist ja im Moment so der Live-Field-Fan, was nichts dagegen spricht. Nur, nee, mir geht es generell um Aufklärung, ein bisschen ehrlich über gewisse Dinge zu reden. Aber viele werden sich fragen, so, oh, schon wieder eine Spiegelreflex. Was soll das eigentlich? Ne? Weil. Offiziell ist ja jetzt überall mirrorless in, ist aber auch nicht die Lösung für alle Probleme. Warum glaubst du, dass ein SLR nach wie vor, so wie die jetzt dasteht, egal ob sie jetzt 16, 20 Bilder könnte, in welchem Modi, trotzdem eine Daseinsberechtigung hat? Also für mich erstmal die Vertrauensbasis Spiegelreflexkameras irgendwie eine sichere Bank. Ich weiß, dass eine 1DX bei allen Wetterbedingungen funktioniert als allererstes, also egal ob das jetzt Schnee, Regen, Frost oder sonstiges ist. Mich hat die 1er noch nie im Stich gelassen, tatsächlich, auf gut Deutsch. Und im Endeffekt ist es auch die Frage, wie verzögert das Bild, also der Sucher oder das Live-Bild verzögert ja grundsätzlich in einem gewissen Maße. Und das habe ich halt bei einem normalen Sucher überhaupt nicht. Das heißt, ich habe ja quasi so schnell, wie das Licht eben ist, sehe ich das ja auch bei mir im Sucher. Und wenn man sich das Ganze anschaut bei einer Mirrorless-Kamera, egal wie modern die ist, die hat halt immer eine Verzögerung von 2 bis 3 Frames per Second, die ich quasi hinterherhänge. Und wenn jetzt ein schneller Richtungswechsel kommt, das mag vielleicht beim Sportler weniger der Fall sein, aber wenn jetzt das Kaninchen einen Haken schlägt oder die rennende Gemse eine schnelle Kurve läuft, dann ist das eben entscheidend. Das sind diese 3 Frames, in denen ich nicht nachführe, sondern auf einmal in die falsche Richtung gelaufen bin und mein Motiv verliere. Deswegen sehe ich da nach wie vor auch Vorteile, auch vielleicht bei der Akkulaufzeit, gerade wenn es in kalte Gebiete geht auf Dauer, glaube ich einfach, dass eine Spiegelreflexkamera eben deutlich längere Akkulaufzeiten auch hat. Ja, die Verzögerung, also finde ich auch mit einer der Punkte, warum hier nach wie vor ein Spiegel drin ist. Wenn man einmal, ich sag mal, ernsthaft in die Bereiche, die kritisch sind, eingestiegen ist. Ich habe mir auch mal ein paar Workshops angetan, um ein bisschen meinen Horizont zu erweitern und wie schwierig es teilweise Vögel im Flug, die nicht mal eben einen Gleitflug haben und easy going daher fläzen, sondern wirklich ein bisschen mal selber Spaß am Fliegen haben und versucht das zu verfolgen. Da ist ein SLR, du bist ja live dabei. Selbst wenn eine Dunkelphase, die jetzt trotzdem kürzer geworden ist, da ist, du bist wirklich unverändert. Das ist ja halt Photon, ne? Das echte Licht. Und vergleichsweise mit elektronischen Suche habe ich direkt gemerkt, ich bin irgendwie künstlich hinterher. Und es ist schwierig für mich, vom Hören umzudenken,
vorzugehen und zu wissen, wo der Vogel gleich ist, damit ich den wieder da im Motiv habe, wo ich ihn haben will. Meine Bilder waren im Vergleich mirrorless zu SLR, egal wie gut die mirrorless ist, dass ich entweder den Schnabel abgeschnitten habe oder ich hatte die Füße halt weg, ja, weil ich es mal irgendwie entweder da versucht oder da versucht habe. Weil du siehst ja das Bild, was ja ausgewertet wird elektronisch. Das ist eine Verzögerung. Und teilweise, wie du sagst, 2 bis 3 Bilder, also Frames bei der Geschwindigkeit, bist du hinterher mit dem Visuellen. Ne? Was man auch nicht vergessen darf, ist, wie schnell die Kamera an ist. Also wenn ich jetzt drauf drücke, die Kamera ist an. Und wenn ich eine Spiegellose habe, die braucht ja immer auch eine gewisse Bootzeit, um wieder fotografieren zu können. Das weiß ich gar nicht, ja? Ist das so? Ja, die haben alle eine gewisse Bootzeit. Nein, aber ihr spracht gerade von Kaninchen und Vögeln und so weiter. Da gehe ich doch im Sport, das ist doch Thomas Müller oder wer auch immer, oder Joshua Kimmich, wenn die laufen, oder Skispringer, das ist genau das Gleiche. Wenn ich es nicht habe, verliere ich 2 Bilder. Ende. Der Klassiker ist, ich mache jetzt extra mal aus und nicht in Standby. Ne? Machst die Kamera aus. Du hast jetzt zum Beispiel jetzt umhängen, eine zweite Kamera, weil du gerade irgendeine Situation hast, oder du machst die an, Foto gemacht. Und legst los. Da war jetzt nichts mit Hochbooten, so warten, Karte muss geladen werden und Co. Ne? Das ist, kannst du genau mal zeigen. Also ich halte einfach mal schon mal die Finger auf dem Auslöser, Kamera ist aus, an. Sofort. Also da gibt es jetzt keinen, ich möchte aber so und so hier. Ne? Das ist für viele. Es gibt ja so ein paar nette Berichte, so auch von Red Carpet oder von Paparazzis, die dann auch sagen, das ist lebensentscheidend. Entweder ziehe ich die Kamera hoch und habe mein Motiv oder ich habe es halt nicht drin. Ne? Das ist schon cool. Netzwerk, Tethering. Studio natürlich interessant. Absolut. Ist jetzt natürlich jetzt nichts Neues, dass sie es kann. Aber wir haben neue Möglichkeiten. USB-C ist jetzt dazu gekommen. Netzwerk ist schneller geworden. WLAN hat die Kamera integriert. Und es gibt einen neuen Transmitter für bessere, schnellere Netzwerkabdeckung. Das ist aber eher in den professionelleren Bereich, sage ich mal, Stadion unterwegs besser, weil du kannst, es ist so ein Zweifach-MIMO, also ich kann auch mit 2 verschiedenen Netzwerken gleichzeitig korrespondieren. Und sucht sich das Beste raus. Und kann switchen, tatsächlich. Du kannst auch, also in deinem Bereich, Agentur-Settings, die sind ja meistens wahnsinnig, also hast du zusätzliche FTP-S-Optionen, also SFTP, FTP, dann mit das Wort suchen, Enterprise-Version von WPA-Verschlüsselung. Also endlich kann man sich mit der Kamera auch in diesen klassischen Netzwerken, wo man Benutzernamen und Passwort eingeben muss, weil oft hast du ja nur Kennwort und das war's, aber das Netzwerk erwartet zum Beispiel volle Authentifizierung. Man kann unheimlich viele Sets ablegen auf der Kamera mit sämtlichen Konfigurationen. Die abrufen, umbenennen, ob du sagst, das ist mit WLAN, das ist mit LAN, das ist mit extern, das ist über das Kabel gelegt, das ist FTP, das ist hier im Browser Remote, das ist hier über das Handy gesteuert. Also man muss nicht immer 1000 Mal neu machen, man entscheidet auf der Basis. Man kann ja natürlich die Einstellungen auch speichern, laden, du kannst per E-Mail die Anforderungen von deiner Firma anfordern, sag, schick mir mal die Settings für den Bereich, wo ich unterwegs bin, lade ich drauf. Erleichtert uns die Arbeit teilweise auch, wenn wir gefragt werden, ich bräuchte mal Settings für die und die Umgebung. Ich kann die auf eine Kamera voreinstellen, einen Kunden schicken und dann kann ich einfach auf die Kamera laden. Ne? Das ist ganz toll. Du bist ja auch im Studio auch getethert unterwegs. Immer gleiche Art? Ja. USB oder? Eigentlich immer USB. USB. Ja. Wie sieht es mit WLAN aus? Ja, wenn es schnell genug ist, ist das super. Ja, ne? Also es ist immer wieder in dem Fall dann die Getränke wieder, wenn irgendwelche Tröpfchen laufen, wo es einfach schnell gehen muss. Ne? Wenn der Tropfen einmal runtergelaufen ist, ist er runter. Der läuft ja relativ langsam, da sorgen wir ja schon für. Aber er läuft halt. Und wenn du den halt auslöst und sagst, gut, mein Tropfen ist weg, jetzt hat es auch Zeit, dann ist eigentlich zu spät. Sondern es muss wirklich schnell gehen. Also auslösen und dann will ich auf dem Rechner das Bild sehen. Und dann kann ich direkt hinterher auslösen. Da gebe ich zu, ich habe das noch nicht getestet, aber ich bin guter Hoffnung, dass das in Zukunft auch mit WLAN funktioniert. Ja, also ein neuer Transmitter, der extern drankommt, wir müssen uns unterscheiden. Ja. Ne? Wir haben einerseits WLAN drin, neben GPS. Das ist jetzt, sag mal, das, was sonst unsere anderen EOS-Kameras auch integriert haben. Smartphone-Tablet-Bedienung, aber auch EOS Utility, EOS Remote, das ist ungefähr Reichweite 10 Meter. Einfache, kombinierbare Verbindung zwischen Rechner oder Smartphone, wo ich dann das steuern kann. Wenn es komplizierter wird oder die Reichweiten länger sein müssen. Ja, stell mir teilweise vor, wenn du sagst, so 10 Meter, wenn die Kamera versteckt ist irgendwo im Busch und ich möchte die fernbedienen, das sind 10 Meter nix. Ja,
mit den externen Transmitter gehst du auf 100 Meter entfernt, wenn du willst. Das geht. Das ist natürlich super. Ja, natürlich im Gebäude oder vielleicht in einem blockierten Stadionbereich, wo das WLAN nicht so ganz glücklich ist, hilft auch schon der externe Transmitter weiter, aber die 100 Meter wirst du wahrscheinlich auch nicht erreichen, weil das zu viele Störfrequenzen, 70, 80.000 Zuschauer, die ein paar Smartphones da WLAN teilweise anhaben. Ja. Ansonsten klassisch Netzwerkkabel, ist auch nochmal beschleunigt worden. Ist schon eine tolle Geschichte. Eine Preisfrage habe ich. Jetzt ist die vierte heute. Siehst du? Eine fünfte. Ja, vielleicht gewinnt ihr nicht was. Hier habe ich noch einen Deckel. Ja, jetzt, genau, zu viel für jeden. Jetzt komm. Wie kann man in der Kamera sich einfach die Uhrzeit anzeigen lassen? Also ich habe das in den Favoriten gespeichert tatsächlich, ja, weil ich einfach, wenn ich im Tarnzelt sitze, manchmal die Uhrzeit vergesse, dann drücke ich auf Menü und dann sehe ich direkt die Uhrzeit in den Favoriten. Aber ich trage keine Uhr. Wir sehen ja hier Freunde mit Luxusuhren, aber ich gucke auch immer auf die Kamera. Ja, warten wir auf den Aha-Effekt. Nimm mal jetzt Kamera als Idee. Den kenne ich auch nicht, aber zeig ihn uns. Du weißt ja auch blind, wo die ISO-Taste ist. Guck mal durch den Sucher. Drück mal auf die ISO-Taste. Ja. Moment, entschuldige. Ich bin jetzt wieder, ja, jetzt bin ich da, ja. Das habe ich auch noch nie entdeckt. Wahnsinn, ne? Jetzt erklär mir mal, wann man das braucht. Wenn man genau für die Situation, wo er sagt, habe ich mir extra auf dem Menü gelegt, damit ich dann zwischendurch auf die Uhr gucke. Nee, das heißt, egal, du bleibst am Auge mit der Kamera dran. Okay, bei euch ist es wahrscheinlich nicht so kritisch wie bei mir, wo ich weiß, Fußballspiel dauert 90 Minuten oder sonst was, oder man hat eine gewisse Deadline. Dann guckst du rein und sagst, aha, okay, verstehe. Erspart dir einen Blick auf die Stadiontafel zu gucken, 75. Minute oder sowas. Ich fand es total witzig. Kann man da auch einen Countdown rein wahrscheinlich alles einstellen? Ja, fragst du mich jetzt zu viel, weiß ich nicht. Ist verrückt. ISO-Zahl, ISO-Taste und guckst rein und siehst tatsächlich. Sie. Das ist doch mal geil. Nein, und sicherlich, weil man an der Kamera ja alles modifizieren kann, weil man an der weil man ja alles wahrscheinlich einstellen kann, konfigurieren, kannst du da auch die Zeit plus laufen lassen oder auch runterlaufen lassen oder wie auch immer. Ich muss versprechen, muss ich gucken, ich glaube zwar nicht, aber allein auf die Idee des Entwicklers zu kommen, zu sagen, komm, wir packen was rein, weil ich hätte auch noch eine ganz interessante Funktion, die ihr wahrscheinlich alle nicht braucht, würde mich wundern, wenn ihr die braucht. Voice Captioning oder Voice Tagging, nutzt ihr das? Mhm. Nutzt ihr nicht, gell? Ist bei uns natürlich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Mhm. Und jetzt kann man auch Voice Tagging while sending, nennt man das auf Englisch. Also wir können jetzt auch die Motive besprechen oder erklären, was drauf ist, währenddessen wir die Bilder verschicken. Manchmal, in der heutigen Zeit dauert es ja noch ein bisschen länger. UMTS oder LTE dauert ja manchmal noch ein bisschen länger. Oder auch WLAN, und jetzt können wir auch die Bilder darauf besprechen, während das Bild sendet. Also während ein anderes Bild natürlich sendet. Was kommen denn da so für Informationen drauf? Ich meine, nicht jeder ist im Agenturbereich unterwegs. Was sprichst du da drauf? Ganz kurz, da spreche ich zum Beispiel, also bei uns läuft es so, ich fotografiere, sitze irgendwo auf der Welt, verschicke meine Bilder, das ist bei uns eminent wichtig. Also wir verschicken die Bilder, wie gerade schon erklärt, über FTP an unsere Editoren. Also das heißt, das Bild wird von einem anderen Mitarbeiter, Teammitarbeiter, irgendwo auf der anderen Welt, wo er sitzt, ob der nun in New York sitzt oder in Sydney oder in London, wird das editiert, Photoshop beschriftet und so weiter. Und die verfolgen manchmal nicht unsere Spiele, da wo ich sitze. Beziehungsweise es gibt mehrere Fotografen, die in einer Crunch-Time, nachmittags oder abends beim Champions League, von verschiedenen Leuten Bilder reinschicken, von verschiedenen Events. Und der hört dann, da sage ich dann, Left Number 5, Right Number 6 oder wie auch immer. Also Spieler Nummer 5, Spieler Nummer 6. Oder First Goal oder Celebration und sonst was. Und der hört das dann ab und beschriftet das. Das ist einfach eine ganz wichtige Funktion im Live-Arbeiten heutzutage. Wenn du dann halt mehrere Bilder hintereinander schicken kannst, musstest du mal bis jetzt noch immer noch warten, bis die anderen halt durch waren, beziehungsweise das aktuelle Bild. Und jetzt tolle Funktion, danke dafür, dass wir das jetzt geschafft haben oder ihr jetzt geschafft habt und erleichtert uns die Arbeit ungemein. Da merkt man teilweise, wie unterschiedlich das ist, ne, eine Arbeitsweise. Weil so denkst du so, wieso sollte ich da was besprechen? Weißt du, was ich gemacht habe? Ja. Aber wenn dann so Remote-Jemanden im Hintergrund hast, der dann sagt, ja, was soll ich mit dem Bild jetzt anstellen? Oder darf ich mir selber was ausdenken? Das ist natürlich schon heftig. Und trotz Senden kannst du ja weiterarbeiten und fotografieren. Genau. Durch den Puffer oder Speicherkarten, das ist jetzt nicht limitiert. Genau. Ihr wisst ja selber, in dieser globalen Welt, wo die Editoren sitzen, das ist ja im Prinzip egal. Und möglicherweise sitzt einer da am anderen, in einer anderen Zeitzone, bekommt die Bilder und weiß gar nicht, was drauf ist oder links oder sonst was.
Ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, Gregor. Okay. Kannst du uns noch was erzählen zur Sensortechnologie von der 1DX Mark III? Ich glaube, dazu haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Du hast zwar vom AA-Filter erzählt, aber hat sich denn irgendwas an der Sensortechnologie verändert? Oder? Ja, also generell bauen wir selten einfach irgendwie Sensor identisch 1:1 nochmal rein. Ne? Ja. Also ich ja sowieso nicht, sondern die Entwickler. Es wird ja immer weiterentwickelt. Ja. Manche werden sagen, man hat die gleiche Auflösung oder ähnlich. Also wir unterscheiden in technischen Daten. Bei der 1DX Mark II hatte ich noch offiziell 20,2, die hat 20,1. Ist aber nur ein Hinweis darauf, dass es eine Versionsänderung gab in den Pixelauswertungen. Aber trotzdem ist das komplett eine neue Sensorgeneration. Also allein schon dadurch, dass sie den Speed mitmachen muss, dass sie den elektronischen Verschluss bedienen muss, dass sie 5K, 5,5K RAW-Video kann. Dynamikumfang, ISO-Range, also alle Dinge, auch die Zusammenarbeit mit dem Logic 10-Prozessor, mit den ganzen Möglichkeiten, sowohl im Live-Bild wie auch im Foto, ne? Live-Bild-Foto oder Video. Sodass es am Ende des Tages ein Gesamtkonstrukt ist zwischen Prozessor, Sensor, Belichtungsmesser. Wir haben übrigens auch, ich habe es dann gesagt, wie viele Autofokuspunkte der Sensor hat, aber der ist jetzt so hoch aufgelöst im AF-Bereich, dass wir, wenn jemand auf unseren Präsentationen irgendwo sein wird in Zukunft bei Schulungsmaßnahmen, oder wir werden es natürlich auch online auch zeigen per Bilder, der Autofokussensor besteht jetzt nicht mehr so visuell aus irgendwelchen Strichen, wo man sagt, ah okay, ist klar erkennbar, dass da irgendwie so eine Art Kreuzmuster daraus entnehmbar ist. Das sind CMOS-Sensoren. Mhm. Ja, also tatsächlich hoch aufgelöste Sensoren im Kameraboden, die sind 28 mal so viel aufgelöst wie davor. Also wenn man drauf guckt. Ich bin auf grob 8 Megapixel gekommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Könnte sein, müsste ich gegen nachrechnen, da habe ich noch nicht so tief nachgedacht, aber es ist Wahnsinn, wie viel da plötzlich an Sensoren fluten. Auch der Belichtungsmesser ist ein CMOS-Sensor. Das ist schon so ein kleines Hightech-Vorgeschmack-Ding, so wie geht's weiter? Also, ne? Nicht die SLS tot. Bei aller Hightech finde ich es ja auch sehr passend, dass man auch, ich weiß nicht mehr, wir haben ja mit Film gearbeitet. Habt ihr auch mit Film mal gearbeitet? Ja, Verzeihung, ja, okay, gut, Profis, gut. Aber schau mal, da ist noch dieses Filmebenen-Symbol. Ja, genau. Da, wo der Film sich früher befand. Ja, das ist aber immer noch wichtig. Ist auch noch wichtig. Also für mich in der Makrofotografie, richtig, ich muss ja wissen, wo der Sensor ist und der muss ja plan sein zu meinem Motiv gegebenenfalls. Ich meine, das ist ja, gehört auf jede Kamera drauf, nach wie vor. Absolut. Und dass man das auch noch bei allem Fortschritt noch beibehält, gut, sehr gut. Das ist aber konstant bei allen Kameras, ne? Also zumindest wo EOS draufsteht, manche Powershots auch. Ich wollte das auch nur mal haben, dass wir das auch wahrnehmen. Also nicht jeder nutzt es, aber die es wissen müssen. Ja, manchmal ist auch einfach zu erkennen, wenn wir zum Beispiel eine Angabe haben, wie ich sie einstelle, ganz im Objektiv. Ne? Bei manchen Objektiven kann man es ja irgendwie hier ablesen, im USM-Fenster oder eine Angabe außen. Bei dem würde ich jetzt hier sagen, sind 28 cm. Dann geht es jetzt nicht von hier aus, sondern von, der von hier aus gemessen. Wie nennt man das eigentlich? Filmebene? Filmebene, ja. Auflagemaß Filmebene. Ja, genau. Sensorebene heute. Sensorebene, ja. Kannst alles machen. Bildebene, Sensorebene. Ja, das ist schon. Ja, fein. Ich würde sagen, danke für das Gespräch. Danke für die Kamera. Für den Austausch. Ich freue mich auf weitere Erfahrungswerte. Ich denke mal, für den Einstieg ist schon mal eine kleine Hilfe für die Zuschauer. Und schön, dass es halt super eine Runde funktioniert hat. Ich freue mich. Und bis demnächst. Danke für die Einladung. Danke.